Peace, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen VLOG. Es ist einfach 2.09 Uhr. Ich habe gerade so 2 Stunden geschlafen. Und jetzt fühle ich mich ganz komisch, weil ich bin noch halb im Schlaf und halb nicht. Aber ich muss jetzt ganz schnell los. Ich muss jetzt Adrian abholen. Und dann müssen wir, ich bin schon zu spät, dann müssen wir zum Flughafen. Es beginnt eine Reise, die so nicht geplant war. Aber jetzt machen wir das einfach so. Gleich dazu mehr. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell los. Ich habe irgendwie, ja, gerade gepackt. Und jetzt packen wir es. Let's go mit Öl. Ich habe 2 Stunden gerade geschlafen und die haben mich sehr aus dem Leben gekickt, ne? Eigentlich hatte ich gerade vor, eine Wie spontan bist du Folge zu drehen, ne? Wer meine Hauptchannel kennt, wahrscheinlich kennt ihr ja meinen Hauptchannel, ja. Wer weiß, wie spontan bist du? Ich überrasche einfach random Leute mit etwas und meistens verreisen wir und es geht wohin und ja, so war das auch heute geplant. Und zwar mit Julia. Eigentlich hätte sie gerade geschlummert und dann wäre es, ja, ich will gar nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall würden wir jetzt gerade eigentlich von Adrian nach Hannover gefahren werden zum Flughafen und sie hätte ihre Augen verbunden gehabt, sie hätte keinen Plan gehabt, wo es hingeht. Aber sie ist krank geworden. Richtig Absturz. Ich hatte alles schon gebucht und alles geplant und organisiert und natürlich auch die Flüge auf ihren Namen mitgebucht. Dann hat sie halt abgesagt und ich konnte es halt nicht mehr stornieren. Ich konnte das Hotel nicht mehr stornieren. Ich habe eine Aktivität schon dort gebucht, die ich nicht mehr stornieren kann. Ich kann die Flüge auch nicht mehr stornieren. Und das Witzigste ist, das ist nicht so witzig eigentlich. Es wurde vorgestern der Flug gecancelt. Habe ich aber direkt, weil ich so Dings war, ich so, nein, das muss unbedingt stattfinden, habe ich direkt einen neuen gebucht. Eigentlich ging der andere von Hamburg aus, war ein Direktflug. Dann habe ich einen neuen gefunden, der geht von Hannover aus. Also wir müssen nicht so weit hinfahren. Aber wir fliegen erstmal über Menorca und dann... Oh, hello. Amazing. You did amazing. Hello, welcome to this beautiful night. We're gonna have a very nice trip. It's gonna be very romantic, but we're not romantic. It's gonna be... Oh, fuck, mein Handy. Guten Morgen. Guten Morgen. Was geht ab, Leute? Es freut mich, dass du eingesprungen bist. Es freut mich, dass man sich über Sachen freuen kann heute noch. Ja, Mann, deswegen, also wir haben eine richtig Dingsreise vor uns mit so Umsteigen in Menorca. Was so richtig dumm ist, wir sind richtig lange unterwegs. Es wäre halt einfach witzig gewesen wegen Julia, weil sie dann erst gedacht hätte, wir sind in Menorca. Dann wären wir nochmal eingestiegen. Ey, das Schlimmste ist gerade, ich krieg gerade voll Angst. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir die Tickets umschreiben können. Oh Mann, jetzt hast du mir voll das Dings gemacht in meinen Kopf. Das hast du mir doch gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, das Schlimmste ist mit den Tickets. Nein, du, so was machen wir, wenn wir das Ticket nicht umschreiben können? Ja, das habe ich dich dann gefragt. Was machen wir dann? Ja, was machen wir denn dann? Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal irgendwo einen Kaffee trinken. Das Krasse ist auch, ich weiß jetzt gar nicht, wir sind jetzt irgendwie über diesen Parkplatz. Wir werden jetzt rübergeschattelt zum Flughafen. Die rechte Spur verwenden und rechts halten und auf A2 Richtung Dortmund fahren. Drückt uns die Daumen. Ich habe gerade so ein richtig aufgeregtes Gefühl, ne? Echt? Ja, ich meine, es ist halt auch 3 Uhr nachts. Wer ist denn da jetzt an diesem Schalter und schreibt uns dieses Ticket um? Da hast du schon nicht ganz unrecht. Fühlt sich irgendwie komisch an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das so funktioniert und wie wer wann am Flughafen arbeitet, aber wir kriegen das schon hin. Okay, 13 Minuten noch. Dann haben wir das erste von 25 Zwischenzielen erreicht. Juhu! Hier soll uns irgendwo ein Shuttle gleich zum Flughafen bringen. Ey, wie Absturz. Also noch ein paar Minütchen und dann müssen... Ey, hier leuchtet doch gar nichts. Als ob hier jetzt gerade jemand arbeitet. Hier leuchtet, denkst du, du bist nach Vegas gefahren? Was hast du hier erwartet? Das ist mal ehrlich. Hier leuchtet nichts. Das ist mal ehrlich, was hast du dir vorgestellt? Was sollte hier leuchten? Ich weiß. So, klar, das mit dir. Das findet sich rechts. Ah, Parking ja Point. 24 Stunden Zettel. Oh, wir müssen ihn anrufen. Zettel. Alter, mein Mund ist so derbe trocken. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Zettel finden. 2.57 Uhr. 4.45 Uhr. Meine Uhrzeit. Ja? Ey, wir sind... Hab ich erfunden. Ey, das ist so witzig. Wir sind losgefahren. Da konnten wir nur noch 211 Kilometer fahren. Wir sind da, wir können noch 300 Kilometer fahren. Bitte erklär mal einer, Kim, wieso das so ist. Ich mach Parksensor. Okay, du nimmst deine Jacke? Nee. Ich nehme deine Jacke? Ich nehme meine Jacke. Okay. Unser größter Auftrag ist, dieses Weinglas mitzunehmen, denn... Ja, hast du Hunger? Bisschen. Irgendwie. Ruf mal diese Dings an. Gib mal her, diese Informationen, Alter. Warte mal, da unten steht... Es geht ab. Boah, Alter, man sieht richtig, dass man müde ist, ne? Nein. Da unten. Ey, nein. Ich habe hier sogar 2 Masken für uns vorbereitet. Was war das? Mein Magen. Was suchst du da? Ich weiß nicht, ich gucke. Hä, einfach random. Ja. Guck mal in dein Handy bitte rein. Ey, wir müssen unten hin und den anrufen. Also, du siehst aus wie eine Pommes, die in Ketchup gedippt wurde unten. Noch nie, aber danke schön. Voll cool, diese Dings. Diese Outfit. Ehrlich, unnormal. Ich habe 36 Euro bezahlt für 3 Tage parken. Parkpoint. Hallo, guten Morgen. Wir stehen hier am Parkpoint und müssten zum Flughafen. Ja. Und ich habe das gebucht. Wir schicken Fahrer los.
Bin abgeholt. Dankeschön. Okay, tschüss, bis gleich, ciao. Der war so freundlich, Alter, der hat so Bock, ne? Richtig auf mich auch Bock. Da ist er schon. Dann let's go to the Flughafen. Und jetzt stehen wir. Warte. Alter, mein Mund ist trocken. Und jetzt stehen wir vor der härtesten Aufgabe dieses Trips. Wir müssen das Ticket umschreiben. Ey Mann, bitte, 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 lieber Gott, bitte, lass dieses Ticket bitte umbuchen. Lass. War das dramatisch? Wir sitzen jetzt im Schütel. Möchte ich auf deinem Alpen sein? Ich frag dreimal, ich sag fünfmal nein. Das darfst du das Ding nicht reinschneiden. Ob ich darf? Ja, ich darf. Ja. Also wenn Shirin sehen würde, wie du mit der Chillstimme rappst, würde sie sagen, ja, du darfst. Können wir den Song nochmal hören? Oh shit, wir haben keine Masken, ne? Ach, das ist ja ein krasses Radio. Ey, was ist das denn? Ist es doch jetzt schon wieder, wir werden unseren Flug verpassen. Ich schwör's euch, die Schlange geht fast bis hier raus gerade. Und der eine Kollege kommt gar nicht klar. Es ist 4:55 Uhr. Wieso sind denn so viele Leute jetzt unterwegs? Und die haben schon alle ihre Tickets. Komm mal her. Absturz, Absturz. Ich habe richtig Angst. Oh mein Gott, warum ist hier so viel los? Oh, Leute, warum ist diese Schlange so dünn? Ach so, es gibt nur eine Sicherheitskontrolle. Was? Laber doch keinen Scheiß. Dasselbe Problem wie beim letzten. Oh mein Gott. Lass mal direkt fragen, was wir machen wollen. Wir müssen erstmal jetzt wegen Ticket schauen, ne? Ja, das kriegen falls, wir das hin? Falls wir das hinkriegen, ne? Ja. Müssen wir dann erstmal checken und so. Ach, wir machen das schon. Arme Nazi. Zack zu. Hallöchen. Die Ausweise einmal bitte. Ich hatte eigentlich eine andere Videopartnerin, die ist aber krank geworden. Deswegen ist das Ticket noch auf ihrem Namen. Ja, genau, weil ich finde ihn nämlich nicht. Genau, deswegen das auf Julia gebucht. Sie haben es nicht umschreiben lassen? Nee, sie meinten, ich muss es am Flughafen machen. Ja, das muss die TUI Fly machen, weil wir können es nicht. Wir sind nicht von der TUI Fly. Okay. Julia fliegt nicht. Es fliegt jemand anders. Bist du auch so aufgeregt? Genau, die Person fehlt, dafür ist ein anderes System. Und sie sind auf der X32788. Dann schicke ich sie an den ersten Schalter. Sie müssen einmal kurz warten. Meine Kollegin muss mit der TUI Fly telefonieren. Okay. Ich muss eben woanders hin. Wenn nicht, melden Sie sich bei meiner Kollegin am ersten Schalter. Ich sage ihr Bescheid und dann sagt sie ihm Bescheid, wenn das umgeschrieben wird. Okay, danke schön. Ich habe so einen miesen Pickel hier, ne? Oh ja, aber fass es nicht mehr an. Alter, der tut sonst, so weh. Sonst wird der noch schlimmer. Sieht man den richtig heftig, ja, ne? Was das heftig ist, diese Schlange geht bald dir lang so. Wie schaffen wir das denn? Das ist das nächste Problem. Sie wäre eigentlich jemand anders gekommen. Oh. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Wir warten. Sie rufen mich. Ja. Okay. Das ist ja ganz vielversprechend, oder? Ja. Wenn das klappen sollte, haben wir ein mieses... Ich weiß nicht, wann geht unser Flug vorbei? Wir haben genug Zeit, ne? Auch wenn wir uns anstellen sollten. 4:55 Uhr. Ich dachte, hier ist einfach niemand, so weißt du? Aber es ist einfach übelstes Chaos an diesem Flughafen. Es ist ne? so krass. Okay, let's check it out. Adrian stellt sich schon mal an diese Schlange da an. Die Mitarbeiterin meinte, das wird unnormal knapp und der Flieger wartet diesmal nicht. Und die Schlange ist reingeschissen. Also hier ist das Ende der Schlange und das geht einmal komplett darum und dann halt da auch noch so zick, zack, zick, zack, zick, zack. Und das Ticket ist noch nicht umgeschrieben, weil wir warten jetzt gerade hier auf einen Anruf. Es ist ganz schrecklich, es ist so schlimm, es ist viel zu stressig, es ist ganz schrecklich. Oh nee, ich hasse es. Ich hoffe, das geht jetzt überhaupt. Oh mein Gott. Oh nee. Leute, ich bin der optimistischste Mensch, ne? Aber sogar die Mitarbeiter, die hier Dings, ne? Das machen, sagen, das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Oh Gott, es stresst mich so heftig, ne? Es ist so schlimm. Ich wäre ja nicht, wenn ich nicht schon direkt eine andere Lösung parat hätte. Wenn nicht, fahren wir zu. Ganz ehrlich, der braucht auch. Ja, ja, ja. Wenn nicht, müssen wir einfach nur nach von Hannover. Oh mein Gott, ach du heilige Scheiße. Es wird eine crazy Reise, Alter, wenn wir das jetzt schaffen. Es wäre so geil. Boah, aber. Und das Schlimmste ist hier dieser Pickel. Spaß. Ich stress auch so. Ich bin auch die ganze Zeit, ich guck sie so an. Ich guck so auf meine nicht vorhandene Uhr. Ich so. Es ist ganz schlimm. Wenn nicht, ich sag dir, wir müssen gleich in der Schlange stehen und sagen, hallo, Entschuldigung, wann fliegen Sie? Und da müssen wir uns so vordrängeln. Wir müssen uns einfach so vordrängeln. Wichtig und richtig. Den wollte ich jetzt umbuchen, oder? Genau, den Namen einmal. Ach so, der sagte, der kostet Geld. Okay. Ja, aber das kostet ja, aber Sie wissen das. Wie viel kostet das? Ja, wenn das nicht anders geht. Also das... Ja, aber das kostet Geld, sagt er. Ach so! Da habe ich schon gesagt, das ist ja eigentlich nicht richtig. Nee, eigentlich nicht richtig. Die haben mir gesagt, ich. Ja, die meinten. Wo haben Sie gebucht? Also direkt bei TUI? Nee, ich habe das über so eine Agentur gebucht. Ich wollte mit jemand anderer fliegen. Ja, und sie ist krank geworden und jetzt habe ich einen Ersatz. Und wie sind die Ersatz auf diese Person? Meine Ersatzperson, ja, ist da. Ah, ja. Steht okay, schon an wegen der Stadt. Ja, okay. Genau. Aber sie hätte sie online machen, weil hier. Ich hab geschaut, aber das ging nicht online. Dann habe ich angerufen ja. Und die meinten, ich soll das am Flughafen am Schalter machen. Es wird kosten und dann meinte ich ja, okay. Mach, okay. Sie ruft gleich an. Okay. Okay, also normalerweise machen das die hier nicht. Das Einzige, was mich gerade beruhigt, ist, dass meine Haar-OP zu lief war. Genau, das war mir. Okay, sag jetzt. Nee, noch nicht.
Okay. So, sie sollte selber online buchen, jetzt auf TUI.com. Okay. Gehen Sie auf sofort, bevor Sie zu essen, gehen Sie auf TUI.com und erstellen buchen und dann kommen Sie rein. Hallo? Ich weiß nicht, ich soll das gerade auf Dings umrufen, auf der Website. Warte kurz. Hier steht, dass ich mich an eine Buchungsstelle wenden soll. Was sagt die? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe noch nie was gemacht. Kann ich Transfer buchen? Ich weiß nicht. Frag meine Kollegin, sie kennt das nicht. Okay, hier steht, ich soll mich an so eine Buchungsstelle wenden. Ja, genau, dort, wo Sie gebucht haben. Und die müssen den Namen ändern. Das hätten Sie eigentlich schon damals sagen müssen, als Sie wussten, dass die anders, dass zwei andere Personen sind. Weil wir können hier nichts machen, wir sind nicht von der TUI bleiben. Okay, und die am Telefon? Auch nicht, das ist unsere Vorgesetzte. Sie hat mit der TUI geredet, ob die das machen würden. Aber sie müssen es über ihre Buchungsstelle machen. Ja, wir können Ihnen da leider auch nicht groß helfen. Okay, aber kann diese Person am Telefon mir vielleicht nochmal sagen, was ich, wenn es nicht darüber geht, dass es nochmal irgendwie anders geht? Sie müssen dann Ihre Buchungsstelle kontaktieren, das hätten Sie vielleicht vorher schon machen müssen. Deswegen kann Ihnen niemand mehr helfen, um den Namen zu ändern. Okay, also kann ich jetzt nichts machen. Also Sie könnten fliegen, aber Sie können sich online versuchen einzuloggen. Das geht aber nicht. Also ich kann mich hier nirgendwo einloggen. Ich weiß dann nicht, was Sie da am Telefon... Dann versuchen Sie den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Vielleicht geht da wer ans Telefon, vielleicht kann der Ihnen helfen. Weil die TUI vielleicht direkt macht es nicht. Also das geht nicht, also kann ich dann jetzt nicht fliegen. Wir können hier nichts mehr machen, nein. Ja, egal. Alter, geht nicht. Geht nicht, die können mir jetzt auch nicht mehr helfen. Wie? Die können mir jetzt auch nicht mehr helfen. Ich habe doch keinen. Ja. Nein. Ehrlich jetzt? Ja. Wieso geht das nicht? Die hier ist niemand mehr von TUI. Ey, das fuckt mich so ab, ne? Denen ist halt auch scheißegal einfach. Ja, lass Zug fahren, ne? Sind wir auch um 12.54 Uhr da. Ey Mann, ich schwöre, die sind so asozial. Dem war richtig scheißegal jetzt. Die so, ja, ich so, kann ich da nochmal anrufen? Nehmen wir dann diesen Zug oder welchen? Ja, dann sind wir um 13 Uhr da. So, ne, nach Hannover, dann einmal noch umsteigen und dann wären wir da. Ja. Wollen wir machen? Ja, let's go. Ja? Ja. Es geht ab. Wo ist dieser Bus? Der fährt in 5 Minuten. Ey, das ist einfach... Oh mein Gott. Wolltest du hier irgendeine Bushaltestelle? Nee. Okay, ich kaufe jetzt ein Ticket. Zugticket, ne? Dahin. Warte mal damit. Vielleicht verpassen wir den Bus. Warte doch mal kurz. Wir müssen hier trampen. Warte doch einfach eine Sekunde mit dem draufdrücken. Okay. Ist doch ein bisschen besser. Also hier steht, hier müsste der Bus sein. Da unten ist er. Schwör? Ja. Wie finden wir da hin? Nein, wir kriegen das hin. Wir müssen jetzt einfach hier rechts ins Terminal rein, Treppen runter. Oh mein Gott, du bist nicht so, ne? Im Running richtig gut. Sind wir hier, müssen wir jetzt raus. Schütteln was? Okay, wir haben noch 3 Minuten. Links bestimmt, oder? Und sie macht jetzt gerade auch so und raus. Okay, da ist er. Wir checken auch gerade ab. Ja, kommen Sie mal. Let's go, Kim. Oh mein Gott. Und jetzt? Wenn ich hier wegfährt. Ey, dann soll das nicht so sein, Alter. Aber jetzt haben wir halt kein Ticket, weißt du? Wir haben noch das 9-Euro-Ticket. Stimmt. Oh mein Gott, wir haben eine Bushaltestelle. Ganz kurz. Ich fasse es nicht. Halten. Und wir brauchen Masken. Hallo, fahren Sie zum Hauptbahnhof? Ja. Cool. Wir sind angekommen in Paris. Noch lange nicht. Wir befinden uns jetzt am Hauptbahnhof nach einer sehr turbulenten Busfahrt. Ey, es hat so gestunken, es hat so unangenehm darüber gerochen, ne? Boah, Alter, nicht nur das, Mann. Für die... Wie kann man so ungigi sein, Digga? Der eine hat so auf dein Handy geguckt, so. Du so? Ich glaube, du sollst das ein bisschen so halten, er will auch drauf gucken. Du hast ihn noch einmal so richtig witzig angeguckt, ne? Ich schwöre, so, dir ist richtig halt, egal, ne? Ja, normal ist mir das egal, der Typ hat ja auch gar keine Grenzen. Er guckt so in deine Richtung, so auf Handy. Ja, denkt der Mann, hä? Und dann ist ihm das unangenehm, wenn man das anspricht. Wie kann man so sein, Leute, sehr korrekt, gucken nicht auf Handy von anderen, so, was ist das ja, denn? Ja, das geht nicht, das ist nicht cool. Ja, wir haben den Zug gebucht. Sei mal ehrlich, was für ein Organisationstalent bin ich? Ich sag ehrlich, du hast Talent, ne? Ausbaufähig. Ey, ich schwöre, du wärst nicht mal auf die Dings gekommen, dass wir mit dem Bus fahren. Natürlich wäre ich auf die Dings gekommen. Du tust jetzt so, als hättest du Zugfahren erfunden. Nee. Das ist schon krass, was aber du die Kombination, hast, die Kombination. Das ist echt krass. Oh, ich fand's schon heftig. So eine richtige Lego-Umarmung. Auf jeden Fall stimmen wir uns jetzt schon ein bisschen drauf ein. Wir haben ja jetzt eine. Ich muss gerade ehrlich gesagt zugeben, ich finde ein bisschen chilliger mit Zug zu fahren. Ich sag ehrlich, ne, ich finde unnormal. Oh, das ist ja echt tragisch, dass wir jetzt nicht mit dem Flugzeug. Jetzt man geht's los. Nicht. Ich finde Zugfahren wirklich chillig. Wir können da. Oh, wir sind daran. Oh, was gibt's hier alles Geiles? Also, es gibt diese Dings mit diesem Parmesan. Das ist unser Lieblingsbegriff. Ich brauche gestern meinte auch so mit Parmesan. Parmesan. Also, ich mal ein, so ein Ding, ein Kaffee, ja. Ein Schoko. Jetzt schon ein Kaffee? Ein Schoko, lass mich in Ruhe. Zwei von diesem mit Parmesan. Gibt's hier so Schoko-Croissants? Nein. Diese hier ganz Ding. Nimmst du jetzt schon Croissants?
auch bei den Nachrichten in Frankreich sind. Ey, das Buttercroissant sieht auch mies geil aus. Das findest du geil aus? Teilen wir uns davon eins und davon eins? Finde ich mir das essen. Wie noch ein Nussnougat. Was willst du noch? Nichts. Nichts, ne? Reicht erstmal, ne? Damit wir ein bisschen klarkommen. Ja. Ne? Ich halte die Bilder und kein Kaulitz. Good morning! Wir sind angekommen in einer uns sehr unbekannten Stadt in Deutschland. Es ist Frankfurt am Main. Wo könnte es da? Wie? Oh mein Gott, hier sind so viele Leute. Wir müssen uns mit dem Strom mitbewegen. Alle Leute sind voll leise, oder? Wir sind so voll. Es ist einfach wirklich 7 Uhr. Wollen wir aber eigentlich? Ich weiß nicht. Ich dachte, wir erkunden ein bisschen New York City hier. Ich sag euch eine Sache, ne? Diesen Rucksack, ne? Egal, wann ihr mal gedacht habt, der sieht chillig aus. Holt euch den niemals. Keine der Ahnung, was geil. Ich mir dabei gedacht hat. Dieser Rucksack, der hat nur Beulen. Das ist wie wenn man so, kennt ihr diese Schuhe, mit denen man, die so Spitzen haben, nimmt man im Schneelauf, so Spike, so Widerhaken-mäßig. Das ist so an den Rücken. Boah. Kein Scheiß. Ey, der ist ergonomisch. Der ergonomisch, ist effizient. Alter. Und vor allem auch noch sehr gut aussehend. Da kommt irgendwas gegen meinen Rücken, mein Auge zuckt einfach die ganze Zeit. Ja, weil die in so einen Nerv reindrückt an deinem Rückenmark. Warum ist das? Ja, okay, so, ich kann das umpacken, dann ist es viel chilliger. Ich du weiß, hast es richtig schlecht belegt. Ja. Vor allem, ne? Kriegst nie deine Tasche. Ey, ich trage auch hier gerade deine Tasche. Ich musste pinkeln. Adrian sagt die ganze Zeit, dass mein Bein aussieht wie eine Pommes und dann kriege ich immer voll Bock drauf. Ne? Schaut sie euch mal an. Sie sieht aus wie eine Pommes, die in Ketchup belegt wurde. Bapp, getunkt wurde so. Als ich rausgestiegen bin, dachte ich das auch. Und dann dachte ich so, na klar. Kim, was macht dein Po da? Hallo! Hallo, hallo. Hey. Guck mal, wir machen Arbeitsteilung, ne? Wir haben hier noch einen Nuss-Nougat-Croissant. Ich esse die Nuss-Nougat-Croissants und du hältst die Kamera und dann ist alles gut. Warum? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns jetzt so einen super Plan hier überlegen. Cool, ey. Hältst du mal kurz? Ja, normal. Ey, du weißt vom Plan ab, Mann. Oh, es sieht irgendwie schon so ein bisschen so aus wie ein Dings. Wem was, boah? Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir nach Paris fahren? Du, Kim, ich würde es einfach, ne? Ich sag ganz ehrlich, wenn nicht, in den Eiffelturm rein. Und wenn wir es nicht gesagt haben, dann machst du jetzt hier so Dings. So hier so das, den einen Buchstaben. Ja. Dann hier den anderen. Hier den anderen. Hier ja. Den anderen. Hier den anderen. Welche Worte hat Paris? Hast du Schmerztabletten dabei? Ich schwöre, wenn, dann würde ich die als allererste selber nehmen nach diesem Rückschalt. Es ist voll früh, ja. Eiswasser ist Atlantisch. So, Freunde, das ist so cool, hast du den französischen Akzent von diesem Bahndings gehört? Also, hey. Geil, Mann, man fühlt sich jetzt schon richtig on the way to Paris. Wir haben gerade eine ganz krasse archäologische Entdeckung gemacht. Was ist das? Ein DDR-Pfennig. Ein Pfennig einfach. Wie viel Glück wird uns das bringen? Keine Ahnung, ich glaube, den müssen wir erstmal in einen Brunnen schmeißen, damit er Glück bringt. Da vor diesem Louvre. Voll geil, wir haben nämlich gerade so Tickets. Wir müssen uns zusammenwerfen, weil wir brauchen beide Glück. Das Krasse ist ja, wir wären jetzt gerade in Menorca am Flughafen. Wir würden da jetzt chillen. Also ich finde, es ist alles gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir mussten nicht mal laufen. Wir waren kurz in Frankfurt. Das sah krass aus, diese Skyline, Alter. Von der Skyline zum Bootsland zurück. Wir fahren jetzt. Wir sind um 13 Uhr in Paris. Boah, chillig. Crazy, oder? Chillig. Crazy? Das ist krass. Cool. Geil, ey. Nice, Mann. Vor allem, wir kommen auch direkt mitten drin an, ne? Genau. Kenne halt da, wo wir Dings kennengelernt haben. Mike. Ja. Und jetzt laden wir die Kamera, damit wir da vor Ort euch zeigen können, was abgeht. Nous sommes arrivés, c'est très wow! Halleluja, Alter! Wir sind offiziell angekommen und wir befinden uns gerade hier in dieser Metrostation, beziehungsweise Adrian ist auf Toilette. Und ich befinde mich in der Schlange, um ein Ticket zu kaufen. Und diese Schlange ist auch übertrieben lang. Ich weiß gar nicht, was los ist. Warum ist hier alles so voll? Achtung! Es sind auch alle Leute echt gestresst hier. Aber egal, wir machen einfach alles richtig gechillt. Ich bin einfach froh, dass wir einfach hier sind. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich muss erst mal rausgehen und mir das angucken, weil jetzt gerade sind wir am Bahnhof und alles so. Und was ich noch krasser finde, ist, dass dieses Weinglas überlebt hat. Damit will ich nämlich unbedingt ein Reel drehen. Das wird really cool Gang Paar hier. Das darf man nicht ans Handy halten. Nicht? Weil dann entladet sich das. Wir haben jetzt zwei Tickets, zwei Tage. Das bedeutet, wir können theoretisch vier Tage. Nee, wir können zwei Tage. Ich finde, es stimmt voll, Paris ist voll dreckig einfach. Wie kann einfach in der U-Bahn-Station nur eine Riesenpommes sein? Halt's Maul! Ich werde den ganzen Tag schon als Riesenpommes Hey, Pommes! Bezüstelt. Ich schwör's, ich habe dich gerade einfach nirgendwo gefunden. Ich sag dir ehrlich, dann habe ich mich erinnert. Ich so, oh, sie ist angezogen wie eine Riesenpommes. Dann habe ich einfach geguckt, wo ich eine Pommes finde. Okay. Und dann war ich einfach Pommes essen und dann habe ich das gefunden, weil ich da oben eine gute Aussicht hatte. Und dann haben wir uns wiedergefunden. Und dann, wir haben nämlich wir haben kranke Arbeitsaufteile gemacht, ne? Du warst auf Toilette, wir müssen hier runter. Ich habe diese Tickets hier organisiert, Alter. Warum lügst du? Ich war mit dabei, ich habe das auf Deutsch gestellt.
Und jetzt fahren wir erstmal nämlich ins Hotel, was natürlich auch ich gebucht habe, weil ich kümmere mich um alles. Ich bin nämlich Reiseleitung. Ich bin Reiseleitung. Ich leite diese Reise. Falls ihr es noch nicht merkt, ich habe auch eine Leiter dabei. Tonleiter natürlich, ne? Oh mein Gott, cool! Wir sind endlich angekommen. Wir waren eben im Hotel und wir haben einen Mittagsschlaf gemacht. Wir sind so ein Opfer. Aber egal, wir haben die Energie gesammelt, denn jetzt wollen wir erstmal ein bisschen was tun. Wir checken gerade hier die Streets ab und es ist very cool hier. Was geht ab? Yeah. Vorsicht! Was? Weißt du, wo wir gerade hinlaufen? Ja. Du hast gar keine Ahnung. Und du weißt auch gar nicht, wo wir rauskommen. Wir gehen jetzt die Straße runter, dann gehen wir rechts, dann gehen wir die Straße da nochmal hoch und dann sind wir genau da, wo wir ausgestiegen sind, Kimi Girl. Kannst du mich lieber Kimi Girl nennen? Weil dann fühle ich mich wie so ein Keim und der sich so ausbreitet. Keim. Gleich hat Adrian rausgesucht. Alter, ich war so überrascht. Er will in so eine Ausstellung reingehen. Die will er mir zeigen. Richtig cool. Krass, ne? Ja. Ich bin so gespannt, was das ist, Alter. Was ist es? Oh, ein UFO. Das sind so Sachen, Kim, die kann man so greifen und so. Das ist so. Was? Kannst du ein bisschen mehr erklären? Das ist abstrakte Kunst. Das bedarf einer abstrakten Erklärung. Ach so. Mercedes mit Sylt-Sticker. Sorry, dass Kim gegen dich gefahren ist. Wow. Ich hab dir gesagt, wir müssen die Polizei rufen, aber Kim hat einfach Dings gemacht. Rufmord. Oh nein, das war was anderes. Kim hat Fahrerflucht. Das war's. Ey, wir waren im Auto. Gestern war das, Alter. Ich habe falsch rum eingeparkt und dann wollte ich rausfahren und dann bin ich mies gegen so einen Mercedes gefahren. Und dann kannst du weiter erzählen. Was denn? Ja, sind wir abgehauen? Ja, aber wir sind abgehauen, weil da war noch so ein Dings. Und wir haben gesehen, da ist so ein Dings. So ein Sylt-Sticker auf dem Auto. Wir so, oh shit, wenn die uns jetzt packen, wir sind genutzt. Ja, das, wenn da gar nichts ist, die werden Filme machen. Ah, das Witzigste war, da habe ich Kim überredet, einfach Fahrerflucht zu machen. Polizei, wenn ihr das seht, hier bin ich. Hier ist er. Nimmt ihn einfach fest. Ich jetzt in Paris, weil weiß nicht, wo er ist. Ich bin untergetaucht. Blub, 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 blub. Kannst du Fische jetzt so reinbearbeiten, ja, und Wasser, und ich mach so. Ich mach sogar so einen Underwater Seawater Song. Ich habe nämlich so einen Song, der ist so, das. Es hört sich so, als wenn man, also es hört sich nicht an, als wenn man unter Wasser, sondern man würde so ein Unterwasserabenteuer erleben. Weißt du? Cool. Das wird super geil. Das Witzigste war ja noch, daneben war so ein Dönerladen und darüber so ein Kaffee, so Shisha-Kaffee-mäßig und so. Und wir dachten, die haben das gesehen, die haben da alle gechillt und so, ne? Aber dann hat Adrian diesen Sticker, diesen Sylt-Sticker gesehen und dann war uns klar, okay, das gehört niemand von denen, ne? War aber cool. Oh, diese Türen hier sehen alle so cool aus. Er kommt gar nicht klar. Ich hab so Hunger einfach, ne? Wie doll hast du Hunger? Zeig es uns! Wie doll hast du Hunger? Ich würde hier gerne hin. Hier links bei diesem Grün? Ja. Komm. Ey, ich schwöre, ich dachte, da ist da gerade das Krümelmonster, weil wir so viel blau anhaben. Ich dachte, das ist einfach gerade gedacht. Also wir setzen uns jetzt einfach hier hin, ja? Die Dings sehen aus wie so Dings. Schul. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Hä, das ist ja süß. Geil. Unnormal geil, oder? Geil. Also, ich fühle mich gerade wirklich so, als müsste ich Französisch lernen. Boah. Ey, warte mal. Das sind Getränke, glaube ich. Oh je. Bobun machst du doch, ne? Du gibst einfach alles, ne? Ist nicht so gut, ne? Leute, merkt euch, ne, wenn es in einem Laden, zu viel gibt, ist nicht so gut. Da sollte man meistens die Dinger bestellen, die oft bestellt werden. Wollen wir zu diesem Smash? Der macht nur Burger, ne? Der macht es jeden Tag, der kann nicht schief laufen. So. Junge, 15 Euro sind. Wo sind wir hier? Lass kurz eine Sache trinken und dann lass da hinten essen. Ich kann auch einfach aufstehen, Kim. Ja? Es ist voll in Ordnung, wenn du hier nicht essen möchtest, weil dir die Speisekarte nicht gefällt, einfach aufzustehen. Das ist voll enttäuscht. Ja, was ist zu machen, Alter? Guck mal, lass mal hier. Irgendwie sieht das geil aus. Oh yeah, we gon' get it. Das ist jetzt so voll geschweißt. Wollen wir einen Smashburger essen? Wir smashen ja, jetzt let's go. Alles klar, schnell. Oh, hier gibt's voll die geilen Sachen, glaube ich. Das hier hört sich so lecker an. Was soll ich sagen? Ich dachte, du willst es sagen. Was soll ich sagen? Wir haben gerade richtig was Geiles bestellt. Ich glaube, das wird so lecker. Ja, ne? Und das war jetzt nicht so teuer. Ich finde aber krass, dass sie auch können. In Paris fordern dann immer auf zu saufen. Wieso? Ach, oh, Mann, ne? Yes, Bless. Yes. Guck mal, ich guck uns das jetzt an. Was? Guck mal, was? Zeig mal deinen Burger. Zeig mal deinen Burger. Das sieht geil aus. Der sieht smashy aus, Alter. Ich meine, das sieht auch cool aus. Juhu. Und dabei können wir sogar noch Zeitung lesen. Das ist so geil. Sprich mal aus, wie das ausgesprochen wird. Divio. Boah, fuck. Ich hab richtig geübt. Warum wolltest du eigentlich keine Pommes? Hä? Teil uns die. Was? Ich schwöre, hör mal auf damit. Das ist so Ey Leute, tut ihr Pommes-Soße auf die Pommes drauf oder dann nicht? Ey, du bist doch nicht normal in deinem Kopf. Hier, Kim, kannst gerne für meine Pommes das abmachen. Du hast es so extra gemacht, ne? Das ist so. Also, wo soll man die denn jetzt anfassen, ne? Die Gefahr ist voll groß, dass man seine Hände dreckig macht. Du nimmst jetzt eine spitze Pommes, wie beispielsweise die hier. Und dann piekst du. Oh. Die war noch zu heiß. Ja, ja. Ey, alles Gute zum Appetit. Alles Gute zum Appetit. Wo befindest du dich hier? In einem Koi-Karpfen. Dings. Ey, wie cool, wir sind in so einer Ballonausstellung und hier sind so Riesenfische und die machen Wasser raus. Es hat aufgehört, wenn du da drauf gedrückt hast. Ich laber doch nicht. Ja. Oh, jetzt ist es auch noch grün geworden. Dreimal.
Bist du auch immer so, wenn du in so einer Ausstellung bist, dass du dir dann alles so voll lange anguckst, weil ja, wenn man Geld dafür bezahlt hat, dann... Oh mein Gott, ach du heilige Scheiße. Hier will ich meine Hochzeit feiern, ganz klar. Hey, was, wie krank sieht es aus? Was geht ab? Was geht ab? Was soll das? Ja, du drückst aber. Darf man da jetzt reinspringen? Wow, ich will da rein. Ich gehe einfach rein, ja? Ja. Kommst du dann einfach mit? Ja. Denkst du? Ja, normal. Hey, wie chillig ist es hier drin? Ich glaube, es ist ja Fashion Week oder so, ne? Und die Leute rasten aus. Ich glaube, dieser eigentlich von BTS ist hier. Unser Hund ist natürlich, wie nennen wir den denn jetzt? Kufi? Kufi. Kufi. Ja. Ja, da sind auf jeden Fall voll die Stars. Wir wissen zwar nicht wer, aber da sind auf jeden Fall Leute. Da unten das Dings. Also der im orangenen Anzug, der sieht irgendwie berühmt aus, finde ich. Ey, ich muss aber auch wirklich sagen, ich habe echt Hunger. Wo was essen gehen? Und was trinken gehen. Komm her. Let's go. Einfach zu schön. Die Sonne geht unter und die Zeit in Paris ist sich langsam dem Ende zu. Je dog geht direkt weiter auf Splash Festival. Deshalb schalte ich nächstes Mal wieder ein und abonniere den Kanal um nicht mehr zu verpassen. Au revoir.